eure Emily von Emily's Cake Pops. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe es auf Facebook vor kurzem gepostet, dass ich neue Förmchen aus den USA bekommen habe und eine möchte ich heute euch davon vorstellen und zwar ist das eine Blume. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, die Zutaten für die neue Cake Pop Blume sind folgende. Ich nehme dazu einen Cake Pop Grundteig. Wie das Rezept dazu geht, seht ihr in meinem Basic Cake Pop Video. Dann brauchen wir ein Tablett zum Abstellen. Cake Pop Sticks, ich verwende am liebsten die aus Papier. Heute verwende ich die grüne Schokolade. Dann natürlich die neue Form. Das ist auch so eine Aufklappform. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Dann habe ich noch gelben Fondant, einen Cake Pop Ständer zum Abstellen und für den Fondant noch eine Silikonform für eine Blüte. So, hier kommt jetzt der Teig rein. Da mache ich als erstes eine Kugel aus dem Cake Pop Teig. Leg die dann anschließend in die Form, klappt die Form fest zu. Der überschüssige Teig quillt dann an der Seite raus. Den könnt ihr abmachen. Dann drücke ich nochmal richtig fest, damit auch wirklich die Form richtig schön gegeben ist. Und dann klappt ihr das Ganze auf. Nehmt den Teigling raus. Und das hier macht ihr jetzt nicht ab, den Überschuss, sondern ihr drückt den fest. Vorsichtig. Damit ihr besser in die Rillen reinkommt, verwende ich da einen Zahnstocher dazu, um das da richtig schön reinzudrücken. So, und dann legt ihr den Teigling auf die Seite. So, als nächstes kleben wir den Stick in die Blüte. Dafür nehmt ihr euch einen Cake Pop Stick, taucht ihn in die grüne Schokolade, ungefähr so tief wie ein Q-Tip. Nehmt euch eine Blume. Und steckt ihn vorsichtig circa bis zur Mitte in den Cake Pop rein und lasst ihn dann trocknen. So, wenn der Stick angetrocknet ist, können wir dann den Teigling in die Schokolade tauchen. Vorher immer noch mal umrühren und euch vergewissern, dass die Schokolade noch schön flüssig ist. Dann könnt ihr den Cake Pop vorsichtig eintauchen und vorsichtig die überschüssige Schokolade nah am Stick abklopfen. Blume ein bisschen vorsichtiger arbeiten, weil die schneller brechen kann. Wenn ihr irgendwo Blasen habt, stecht die bitte mit dem Zahnstocher auf, dass ihr dann nachher beim Trocknen keine Löcher drin habt. So, wenn nichts mehr läuft, könnt ihr dann die Blume zum Trocknen auf die Seite stellen. So, als letztes zeige ich euch noch eine Fondantblume. Dafür nehme ich gelben Fondant. Den habe ich schon schön weich geknetet. Dann habe ich hier so eine Blütensilikonform. Die sind zwar sehr teuer in der Anschaffung, aber wenn man öfters was damit machen will, lohnt sich das. Ich nehme heute diese Blüte, drücke da vorsichtig den Fondant rein. Die sind sehr flexibel, das heißt, die kann man nachher dann wieder schön rausholen. Und dann kann ich die mit einem Klecks Schokolade hier auf meine Blüte kleben. Und dann habe ich hier eine schöne Blütenvariante mit meiner neuen Form. So, die Blüte ist jetzt fertig. Wie findet ihr sie? Ich hoffe, meine Blume hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal und für einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Schönen Sonntag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.